So, und da sind wir auch schon wieder. Neuer Tag, neues Glück. Und habt ihr entschieden, wer war lauter, die Doris oder der Boris? Genau, Boris aka Kronk. Aka Kronk, aka Gregor Onk, aka noch Ja. aka Dings, aka Acker, acker, acker. aka. Okay, wir gehen zurück hier. Letztes Mal hat Spooky ja zweimal sprechen dürfen, ne? Der hat hier ganz schön. Nee, 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 Na, das nee, nee. können wir ja nicht gleich Der wiederbringen hier. Poki, der hat ja ganz schön hier zu labern. Die Texte, muss man sagen, sind auch schon ein bisschen groß, aber man muss sagen, man Ja. erfährt auch wirklich geil viel über das Spiel. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Für alle, die es nicht gerafft haben, wie der Wolke jetzt zum Beispiel gerade. Garrett ist ja vorhin an den Leuten unten lang gelaufen, wo wir den Ton ja noch aus hatten. Weil ja der gute Warbase die Aufnahme komplett versaut hat. Folge 5 war das. Und der ist dann hier reingelaufen und wir wissen jetzt aber nicht, wo er hin ist. So, aber guck mal, wer steht denn da hinten? Ist es hier? Oh. Hä, war der nicht? Hä? Hä? Es war doch der, der von den Bienen und so zerstochen wurde, richtig? Nee, 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 das war Freeman. Ah ja, aber die sehen sich gerade so ziemlich ähnlich, finde ich. Von hinten, ja. Ja. Steinplatten, was haben wir denn hier? Bestimmt ein Rätsel oder so. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Nachforschungen! Die haben echt alle vollen Klatsch weg. Alter, das ist Wahnsinn. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Ja, weil eventuell das dann die Bedeutung verfälschen könnte. Ja, ein bisschen, gell? So. Na, okay. Was haben wir noch hier? Wir Den. haben hier eine Halterung. Was ist denn das? Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Okay. Okay. Also Wollen müssen wir wir den da Beichtstuhl mal was. mit. Ne, was haben wir hier oben noch gehabt? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Oh Gott, Hilfe, ey. Oder wir sprechen nochmal mit dem Kurze Frank. Frage. Was ist denn Selbstgeißelung? Das habe ich mich letztens schon gefragt. Selbstgeißelung ist, also war eigentlich vor allem verbreitet so im Mittelalter. Wenn Ja. dann die Geistlichen gesündigt hatten, gab es so eine Peitsche. Und damit hat man sich dann klatsch, klatsch hinten auf den Rücken gehauen, praktisch als Buße, weil man Sünde getan hat. Dann ist das ja nicht so schlimm, die ist so hager, die hat sich jedes Mal verfehlt. Ja, also Wir gehen erstmal in den Beichtstuhl rein wenn ich sogar und. richtig weiß, gab es dann sogar teilweise Todesfälle. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Ah, eine Sankt Beichtvater an wieder. Herzversagen gestorben war. Ich wäre auch an Herzversagen gestorben, wenn da jemand stundenlang drin sitzen würde und beichten würde. Ja. So, wollen wir nochmal rausgehen aus dem Beichtstuhl? Das hat jetzt nicht viel gebracht und wollen mal mit mir selber Ganz reden. mit den Bodenplatten Genau. beschäftigt. Oh, gut, also. Warte, warte, warte. Warte! Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon. Für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Ja? Da fragst du völlig zu Recht. Was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest. Befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Ah. Oh mein Gott, ey. Ja, weiß nicht, was die Temp also die Tempelritter, das ist ja letztens in den Medien gekommen, ne? Sind ja sowieso die besten Bowling-Spiele gewesen, die es jemals gab. Ja, habe ich auch gesehen. Also die waren Also. wirklich top. Die haben Also dann ihre das ist Helme ja. genommen und haben dann einfach mitten in die Feinde reingeklatscht und es war dann Bowling bei denen.
Okay. Also sie können nicht nur Billard, auch Bowling. Top-Leistungssportler, Leute. 2012 tun die Templer ja auch die Welt erobern in Assassin's Creed 3. Genau, die waren auch hier, wie gesagt, Olympische Spiele immer dabei. Natürlich unter Decknamen, weil die wollen sich nicht so offen hin. Die sind nicht so gerne auf Selbstdarstellung. Da ist dann zum Beispiel Thorsten Templer. Genau. Thorsten T. Ich bin der Thorsten Templer. Wo ist Geralt? Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Ich pack gleich... Das ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Ich tu dich gleich mal zu Beichten bringen, und zwar mit meinen übelsten Mädelmuskelarm drücke ich deinen Kopf in die Steinplatten da rein. Damals passende Werkzeug gefunden. Ja, Kopf benutzen. Ich glaube, ihr habt jetzt schon das passende Werkzeug. Und zwar haben wir doch diesen Presslufthammer. Ach ja, stimmt ja. Damit kann man doch vielleicht irgendwas anrichten. Kirchenverschwörung. Es tut mir leid, Kelly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Das richtige Werkzeug, kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Und weißt du, was mir recht wäre, wenn wir jetzt mal ganz kurz hier die Musik runterschrauben. Das ja, geht ja gar nicht. Ja, ist etwas extrem. Na komm. Was? Ja, wir können ja einen kurzen Aufnahme, Pause, Stopp machen. Ja, eigentlich müsste es mit... Ach ja, stimmt, das geht so nicht. Okay. So, auch dieses Problem wäre geklöst. Geklöst. Mensch. Ich habe das Problem geklöst. Und jetzt wollen wir doch wissen, was der Frank zu den Bodenplatten noch zu sagen hat. Genau. Was der Nevergist. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und sie, was? Wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlaffittchen, falls es sich um eine mit Schlaffittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Oder auch nicht so. Frank, willst du denn von mir hier eine Banane zum Öffnen? Was soll ich denn damit? Wenn du dich nützlich machen willst, dann hol mir ein Werkzeug, mit dem ich durch diese Bodenplatten komme. Wenn du dich anstrengst, dann vielleicht murmeln, so lang draufwerfen, bis es kaputt geht? Was soll ich denn damit? Ja, okay. Und das glaube ich eher weniger, aber... Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlaffittchen. Naja, ich fange erst mal an. Oh. Ah, da ist auch der Geralt. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Hey, ich glaube, ich weiß schon, was demnächst kommen wird. Gott auf Erden? Ja, gut, aber guck jetzt nochmal. Genau. Können wir jetzt nochmal im Beichtstuhl rein hier? Endgültige Beweis, dass Geralt für die Oberen spionierte. Okay. Kann ich auch rein? Ne, okay. Warte, da unten war... Drück nochmal... da, genau. Brett.
Aha. Ah, und jetzt kannst du das Brett... Ah, okay, gut. Ich glaube, wir müssen warten, bis der Gerrit wieder da reingeht und dann das Brett davor tun. Oh, das klingt sehr interessant. Wollen wir das mal machen? Dann müsst ihr eigentlich reingehen, wenn ich beichte, oder? Weil der hört mich ab. Ja, er ist ja gerade weggegangen. Vielleicht sollten wir den Gerrit nochmal aufsuchen. Ah. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Ah. Okay. Wir müssen den Frank beruhigen. Wir müssen auf jeden Fall ihn von seiner, sag noch genau, mal so. Von seiner Arbeit abbringen. Na nun, in die Haupthalle. Boah, endlich dieses nervige Geräusch weg. Boah, das geht ja gar nicht. So, okay. Wollen wir nochmal nach draußen oder wollen wir hier nach oben? Hier gibt es ja auch noch ein paar Dinger. Genau, dann lass mal ins Treppenhaus gucken. Das haben wir, glaube ich, haben wir das schon mal gesehen, das Treppenhaus? Das Treppenhaus haben wir noch nicht gesehen, ne. Da waren wir noch nicht. Vielleicht finden wir ja auch die Rowdy-Gangster hier wieder und kriegen das Rezept wieder. Ja, vielleicht. Was machen wir hier oben eigentlich? Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Ja. Okay. Und Kronleuchter? Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Das wäre mir jetzt vielleicht nicht unbedingt als erstes in den Sinn gekommen, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht unbedingt gesund. Brett? Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Okay. Ja, das Brett brauchen wir dann für diesen Beispiel, denke ich mal, dass der Garrett dann da reingeht. Lilly durfte nicht mit Sachen spielen, die sie in der Kapelle fand, aber das machte nichts. Sie hatte auch Spaß daran, das Brett einfach nur anzuschauen. Oh Gott, das wird hier wirklich etwas, ja, anders. Sagen wir anders. Es war hoffentlich. Okay, gut, das hatten wir schon. Klick die Murmeln mal auf die Treppe oder so, vielleicht legt sich dann ja einer richtig schön. Ich kann die Treppe so, nicht okay. Anklicken. Wollen wir mal ins Treppenhaus hochgehen? Genau, gucken wir mal ins Treppenhaus. Wollen wir jetzt noch mal schnell den Poki hier hören, der gilt mir fürs ganze Treppenhaus hier, da mal das auch durch. Gut, dann hören wir uns zum den Poki Abschluss an. Zum Abschluss nochmal einen Poki an. Poki, ich wähle dich, Poki! Los, Attack! Los, Pokémon! Die Haupthalle eines Klosters ist natürlich der geeignetste aller Orte, um mal richtig ordentlich von grulligen Schulrabauken belästigt zu werden. Diesen Screen hatte ich mir übrigens in meiner Vorstellung viel krasser und perspektivisch richtiger und vor allem viel Harry Potter-mäßiger vorgestellt. Ich glaube, meine Mutter. Irgendwie so ein pompöses Treppenhaus vorgestellt. Im Endeffekt ist dieses hölzerne Ding mit riesigen Gemälde geworden. Ich bin übrigens sehr stolz auf meine Interpretation des letzten Abendmahls oben rechts in der Ecke und freue mich immer wieder über die Reaktion, die der Erzähler dort Lilly in ihre Gedankenwelt legt. Schaut es euch an, ich möchte es nicht spoilern, ich finde sie großartig. Eine Sache, die ich hier auf jeden Fall erzählen möchte, ist, dass natürlich aufgrund meines ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall, diese Haupthalle sollte natürlich unglaublich bombastisch rüberkommen und entsprechend habe ich diesem Screen auch Überhöhe gegeben, das heißt doppelte Screenhöhe. Er scrollt nach oben, er scrollt nach unten. Alles funktioniert perfekt. Leider ist unsere Engine nicht wirklich optimiert für solche Screens. Und es gibt ein paar Spezialfälle, die wir in diesem Spiel auch benutzen mussten, weil wir eben gar nicht den typischen Hauptcharakter haben, der auch selbst sprechen kann, sondern den Erzähler, der halt immer durch Off-Text ausgegeben wird. Und der tatsächlich dummerweise jedes Mal wieder, wenn man ihm nicht sagen will, so sei jetzt mal am oberen Screenrand, halt irgendwie fest gecodet sein muss, was natürlich nicht funktioniert, wenn ein Screen Überhöhe hat und der obere Screenrand möglicherweise gar nicht im Bild ist. So hatten unsere Skripter allerlei Spaß und Freude dabei, jedes Mal händisch den Speaker-Text um eine vollständige Screenhöhe nach unten zu versetzen, je nachdem, wo sich Lilly befindet. Selbst wenn sie Inventargegenstände miteinander kombiniert, weil man ja am Anfang gar nicht weiß, in welchem Raum sie sich befindet, wenn sie halt zum Beispiel ihre Murmel mit dem Pinsel benutzt oder was auch immer da möglich ist. Viel Spaß dabei, die wenigen Fehler aufzuspüren,
An welcher Stelle ist der Speaker-Text nicht im Bild?